Ich habe mir das von Move S3 gekauft und jetzt ist es endlich da. Ich packe es aus, baue es zusammen und verschaffe mir einen ersten Eindruck. Ja, Thema Elektromobilität. Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich auch bei E-Bikes gelandet bin. Und dafür kam für mich eigentlich nur das OneMove in Frage, weil mir das optisch sehr gut gefällt. Ich habe es Probe gefahren in Berlin und dann war die Entscheidung schnell getroffen. Ich habe es bestellt. Ich habe, glaube ich, knapp 4 Monate warten müssen. Das sind extrem lange Wartezeiten. Und jetzt ist es endlich gekommen. Das Paket war ein bisschen größer, als ich gedacht habe, aber hey, ist ein Fahrrad drin. Habe halt noch nie ein Fahrrad bestellt. Und ich werde das jetzt mal auspacken. Man muss wohl ein bisschen was zusammenbauen. Ich habe mir schon mal ein paar YouTube-Videos angeschaut. Und ja, gehen wir einfach mal ans Rad ran, beziehungsweise an den Karton und holen es raus. So, an der Seite hier muss man das Ding einfach aufreißen. Mal gucken, ob ich das effektmäßig hinkriege. Naja, so ein geiler Effekt war das jetzt nicht. Aber was wir hier direkt sehen, man kann es wieder zukleben. Also wenn man es zurückschicken muss, wenn irgendwas dran ist oder vielleicht Rückgabefrist, kann man das ganz einfach wieder bewerkstelligen mit dem Originalkarton. So. Hier unten ist die Toolbox. Da ist das Werkzeug drin. Packe ich mal zur Seite. Und jetzt ziehe ich einfach mal das gute Teil raus. Da fallen mir schon die Pedalen entgegen. So, das hätten wir natürlich besser verpacken können. Ja, da ist das gute Stück. Ich habe es in matt-schwarz bestellt, wie man sieht. Und jetzt packe ich das mal jetzt irgendwie ein bisschen hier aus. Das ist, glaube ich, nur so eine Schutzbox. Dann mache ich das Rad einmal ab. Das ist mit Kabelbindern befestigt. Aber die muss man nicht kaputt schneiden. Die kann man drücken und dann kann man sie wieder verwenden. Sehr praktisch. Und so, stellen wir das Rad erstmal hier hin. Und machen jetzt mal den Rest ab. So, da ist das gute Stück. Jetzt war hier vorne noch das Manual, man da irgendwie rauskriegen muss. Ach so, das ist festgeklebt. Alles klar. So, und hier heißt es Ride the Future. Und jetzt gucke ich mir mal hier die nächsten Schritte an. Auf der Rückseite sehe ich auch direkt also die Rahmennummer ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür, Frame Number. Ein paar Codes und auch die MAC-Adresse, also es hat auch eine eigene Netzwerkadresse. Das Manual ist für das S3 und das X3 gleich, ist auf jeden Fall für beides hier gedacht. Da wird die Toolbox erklärt und der nächste Schritt ist es, hier das Rad reinzustellen, also das Vorderrad mit dem Motor und dann wird es damit logischerweise verbunden. So, ich brauche jetzt Allen Key Nummer 5. Das ist dieser. Und jetzt einfach den Lenker gerade machen. Ah, okay. Ist ein bisschen. Das ist gar nicht mal so einfach, weil er nicht einrastet. Aber jetzt habe ich ihn, glaube ich.
Und jetzt mache ich ihn einmal fest. Ich mache ihn nicht zu fest, weil ich vermute, dass ich ihn nicht hundertprozentig gerade habe und den später halt auch noch mal justiere. Dann nehme ich das Rad hier raus. Packe es vorsichtig hier auf den Boden. Alles klar. Das Pappe. So, und jetzt kommt der Vorderreifen hier rein. Mit dem Motor nach rechts von mir aus gesehen. Und dem Kabel nach unten. Kabelbinder dran. Hier ist eine Schutzhülle. So, in der Bremse, da ist ein kleines Plastikteil drin. Das muss ich entfernen und dann kann ich das vom Move auf den Vorderreifen setzen. Muss dabei nur darauf achten, dass die Bremsscheibe korrekt ist, also korrekt halt dazwischen liegt. So, hier ist noch der Gurt. Der ist übrigens dafür gedacht, dass man die Box eigentlich rauszieht, weil er normal rauskommt vorne. Das war jetzt bei mir leider nicht so. Plastik. Und genau, das ist das Plastikteil, was raus muss. Und jetzt packe ich ihn hier drauf. Eingerastet. Ist erstmal ein gutes Zeichen. Alles klar. So, jetzt kommt hier dieser Zwischenring da drauf und so ein Anti-Diebstahl-Schutz-Schräubchen. Das mache ich einmal mit der Hand fest. Passiert auch noch mal auf der anderen Seite und dafür gibt es auch extra ein Werkzeug, um die festzuziehen. Die und die Nuss drauf. Und handfest ziehen. Das sieht gut aus. Dann ziehe ich es einmal noch auf der anderen Seite fest. Der Schritt wäre erledigt. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Das Motorkabel muss verbunden werden. Und zwar gibt es halt hier den Connector. Hier ist das Kabel. Den müsste ich jetzt verbinden. Gar nicht mal so einfach von dieser Seite das zu machen. So, es hat gerastet und jetzt kann man die Verbindung in den Rahmen schieben. Was gar nicht mal so einfach ist.
Dann gibt es eine Abdeckung dafür. Das ist die kleine. Die setzt man darüber und die ist dann gleichzeitig auch die Kabelführung. So, dann gibt es zwei kleine Schrauben. Die müssen jetzt da rein. Dafür gibt es auch wieder ein Werkzeug entsprechendes. Und das ist wirklich eine hakelige Angelegenheit hier. So. Das hätte man bestimmt vielleicht auch besser lösen können. So, also das ist wirklich der schwerste Part und ich glaube, das wissen die halt auch, denn hier ist eine Tröte drin und in der Anleitung ist die Tröte auch abgebildet. Das haben wir geschafft. Jetzt kommen die Pedalen dran. Für die Pedalen braucht man Allen Key 6 und dann muss man gucken, dass man die richtige Pedale hat, denn da ist dann ein L oder ein R drauf eingraviert. Und die schraubt man, glaube ich, einfach ran. Da sieht man, dass ich halt auch nichts mit Fahrrädern eigentlich am Hut habe. Okay, Profischrauben auch in die richtige Richtung. Also im Prinzip mit der Hand reinschrauben und dann von der anderen Seite mit dem Allen Key festziehen. So. Sieht gut aus. Jetzt kommt die rechte Pedale. Nochmal gegenchecken, dass es auch rechts ist. Wenn man gleich richtig dreht, dann geht es auch schneller. Und festziehen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es wirklich größtenteils geschafft. Was sagt die Anleitung jetzt? Jetzt kommt es nämlich genau, was ich schon vermutet habe. Der Lenker muss nämlich justiert werden. Gut, dass ich den nicht so richtig festgezogen habe. Und das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Das macht man klassischerweise, indem man sich das Rad zwischen die Beine stellt. Ich löse jetzt nochmal die Schrauben ein bisschen.
Ne, doch so rum. Ja, Schrauben will gelernt sein. Ja, und im Prinzip ist das mein Move jetzt zumindest basismäßig fertig. Ich nehme es auch mal hier hinten raus. Und stelle es mal auf den Ständer. Ja, und jetzt sind wir schon hier beim First Ride. Also im Prinzip alles fein. Kann man natürlich den Sattel gleich noch hochstellen. Aber ich räume jetzt mal eben eine Runde auf. Und dann gehen wir mal ans Einrichten des Gerätes, sag ich mal, oder des Fahrrads. So, ich habe jetzt das VanMoof an Strom gepackt und ich habe es aufgepumpt und die haben ja zwar eine Pumpe mitgeliefert, ja, trittst du dich ja blöd. Und ich habe hier von Xiaomi diese tragbare mobile Pumpe mir letztens geholt für einen, eigentlich für den Kalle, für den E-Scooter. Bombenteil, ging ratzfatz, ist unten auch verlinkt, falls ihr da Interesse dran habt. Aber viel wichtiger, wir registrieren jetzt mal das Bike. Ich habe die VanMoof App aufgerufen, ich habe schon ein Konto bei denen und jetzt müsste das einfach mit Register My Bike funktionieren. Ja, ich kann Namen dem Bike geben. Dann mache ich mal wieder hier das übliche Machen. Sehen wir gleich mal, ob der mit einem Hashtag klarkommt. Confirm the name. So, und jetzt muss ich die Frame-Nummer und den Validation-Code eingeben. Und den finde ich auf der Anleitung auf der Rückseite. So, Frame-Number. So, alles eingegeben und bin ich gespannt. Man hätte übrigens anscheinend auch, das hat er mir bloß nicht gesagt, ich habe es gerade oben gesehen, da ist ein QR-Code-Symbol gewesen und auch hier ist auch ein QR-Code drauf. Ich vermute, man hätte es auch damit registrieren können. Naja, my bike is turned on, ja, habe ich. Und jetzt connected er. Jetzt kann ich meinen Code setzen. Denn ich kann das VanMoof ja mit der App entsperren oder auch mit einer Tastenkombination hier oben. Das ist der Backup-Code und den mache ich jetzt mal. Ach so, ich dachte, ich muss den hier setzen. Das hat er mir aber blöd erklärt. Ich muss den nämlich in der App setzen. So, Confirm Code. Ich glaube, es gibt auch eine Rückmeldung. Ja, jetzt erklärt er mir, wie ich das Rad entsperren kann, wenn ich eben die App nicht habe oder das Akku vom Smartphone, wenn der alle ist. Und jetzt habe ich das Rad connected. Er sagt mir auch, dass ich 36% bereits geladen habe. Es ist entsperrt, logischerweise, ich stehe daneben. Und ja, jetzt ist eigentlich nur noch warten aufs Laden angesagt und dann kann ich die erste Testfahrt machen und ich freue mich schon.